Herzlich willkommen, liebe Behind the Grapes Freunde. Heute möchte ich euch eine ganz wichtige Traubensorte für Südafrika vorstellen, nämlich die Chenin Blanc Traube, also ursprünglich eine französische Traube aus dem Loiretal in Frankreich. Deshalb ist Chenin Blanc auch nicht ganz richtig ausgesprochen. Der Profi sagt Chenin Blanc, also wirklich französischer Akzent. Allerdings in Südafrika kommen wir damit nicht so weiter, ist es eher der Chenin Blanc. Und es ist eine ganz wichtige Weintraube für Südafrika, denn sie ist am meisten angebaut. Tatsächlich von allen Traubensorten, die es dort gibt, ist Chenin Blanc mit am meisten angebaut, mit 19% im gesamten Ranking auf Platz 1. Während der Apartheidzeit haben wir in Südafrika viel Massenware mit Chenin Blanc Weinen gehabt, nicht besonders hochqualitativ. Das hat sich Gott sei Dank schon seit über 20 Jahren geändert. Die südafrikanischen Winzer haben ganz hervorragende Chenin Blanc oder Chenin Blanc Qualitäten in ihrem Repertoire. Und drei möchte ich euch heute ganz kurz vorstellen. Und zwar würde ich anfangen mit dem Chenin Blanc von Riebeek Valley Wine Company, ehemals die Riebeek Serres. Sie haben sich umbenannt vor kurzer Zeit. Hier haben wir 100% Chenin Blanc auf der Flasche. Ich habe den Jahrgang 2018, also ganz frisch aus dem Stahltank, abgefüllt mit einem ganz tollen, ja, klassischen Chenin Blanc Geschmack. Ein bisschen Stachelbeere, bisschen Guave, aber ganz leicht und schön eingebundene Säurestruktur. Das ist eigentlich so der Wein für, ja, fast jeden Tag, würde ich sagen. Elisha Bossoff ist die Chefwinzerin, die auf Riebeek ja, verantwortlich zeichnet. Und das ist auch so ihr All-Time-Favorite. Und es ist wirklich ein ganz toller Wein. Wenn es ein bisschen komplexer, ein bisschen spannender vielleicht auch werden soll, mal was zum Nachdenken, hat Allée Bleue aus Franschhoek da eine ganz tolle Variante. Hier haben wir insgesamt 95% Chenin Blanc Trauben enthalten. Die restlichen 5% sind Viognier Trauben, die das Ganze so ein bisschen unterstützen, mit ein bisschen Frucht auch unterstützen. Das Besondere hierbei ist, dass die Hälfte der Chenin Blanc Trauben in Franschhoek vor Ort angebaut wird und der Rest tatsächlich in der Walker Bay, also schon sehr, sehr küstennah, fast direkt am Meer, und damit eine ganz andere Klimatik abbekommen die Trauben. Erst nachdem alle drei verschiedenen Partien ja vergärt worden sind, dürfen die sich treffen, werden dann zusammengeblendet und dürfen dann noch mal ganze 6 Monate auf der Hefe liegen. Also es gibt einen Cool Climate Einfluss, einen Hefeeinfluss und tatsächlich auch noch einen leichten Holzeinfluss, denn die Partie Chenin Blanc aus Franschhoek gärt im Holzfass. Ganz spannender Wein, ganz tolle Geschichte, nicht zu schwer. Es gibt Noten von Nüssen, aber auch Zitrus, und ist einer meiner Lieblings-Chenin Blancs überhaupt. Getoppt werden, wenn überhaupt, kann es nur noch von der Barrel Select Reserve von Wildekranz aus Boot River. Das ist auch schon relativ nah an der Walker Bay, also auch schon etwas mehr Meeresbriseneinfluss als im Swartland bei Riebeek. Hier haben wir die High-End-Variante sozusagen mit 12 Monaten Fassreife. Französische Eiche wird hier verwendet. 100% Chenin Blanc ist mit drin. Und hier haben wir so ein bisschen mehr Quitte, ein bisschen mehr eingekochte Früchte. Honigmelone ist mit drin. Die ja, Trauben kommen von einem Rebstock oder von einem Rebblock, der schon über 30 Jahre alt ist. Das heißt, es gibt nicht mehr so viele einzelne Trauben, aber jede Traube hat so ein, ja, ein ganz tolles Aroma, bringt viel, viel Gehalt mit. Und das schmeckt man dem Wein auch an sozusagen. Und man kann es ein bisschen auch an der Flasche erkennen. Die vielen Medaillen, die drauf sind, hat er nicht ohne Grund bekommen. Hier haben wir einen 2015er Jahrgang, der reift natürlich entsprechend ein bisschen und ist sehr, sehr vollmundig und komplex. Ja, ich freue mich sehr über diese drei Weine, denn wir haben alle drei immer im Standardprogramm von Behind the Grapes. Ich gönne mir jetzt ein Gläschen vom Allée Bleue Chenin Blanc und freue mich, dass ihr dabei seid und dabei wart, und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.